Hallo, liebe Leute, willkommen zu einem Unboxing. Heute mit der Blu-ray von Sabotage. Ja, wie ihr seht, spielt Arnie Schwarzenegger hier die Hauptrolle in diesem Actionkracher. Da neben Arnold Schwarzenegger spielen noch Warrington Williams, Howard Magnello, Holloway und Enos auch noch mit. Sagen mir jetzt alle gar nichts. Natürlich kennen wir unseren Schwarzenegger hier, Arnold. Ja, der Film war jetzt im Angebot. Auf Blu-ray. Die DVD-Version hat locker 5 € mehr gekostet. Also, dann habe ich doch direkt die Blu-ray-Version geholt. Ja. Auf dem Cover sehen wir hier, am besten ich pack's aus, dann zeige ich euch das Cover besser. Laut Kino.de, düster und brutal, Schwarzenegger, bisher bestes Action-Comeback, bestes Comeback-Film. Ja, es ist die Uncut-Version und das Ganze wurde von Splendid Film herausgebracht. So, dann schauen wir doch mal. Na? Breacher ist Anführer eines Einsatzkommandos der Antidrogenbehörde DEA. Nachdem die eingeschworene Truppe einen riskanten Angriff auf das Geheimversteck eines mächtigen Kartells ausgeführt hat, erscheint die Mission zunächst erfolgreich beendet. Jedoch fehlt nach dem Auftrag ein Geldbetrag in Millionenhöhe. Das Undercover-Team wird für den Diebstahl verantwortlich gemacht und kurz darauf kommt ein Mitglied nach dem anderen brutal ums Leben. Während die Verluste weiter steigen, gerät die Loyalität eines jeden unter Verdacht. Ja, Bonusmaterial haben wir hier drauf: alternatives Ende, Deleted Scenes, B-Roll, Making of und Interviews. Wir haben hier eine Sprache Deutsch und, na, Deutsch und Englisch, Bildformat DTS, nee, Quatsch. Tonformat DTS HD 7.1, Untertitel Deutsch und Niederländisch, Bildformat 16 zu 9, 1080p High Definition, Laufzeit ca. 110 Minuten plus Bonusmaterial und das Genre ist natürlich Action Thriller. Ja, ich glaube, das ist der neueste Arnold Schwarzenegger-Film, wo er halt die Hauptrolle spielt. Hier sehen wir den coolen. Also hier steht Police, denke ich. Ja, es ist Cop natürlich. Und da geht's wohl richtig ab. Ja. Jetzt packen wir es mal aus. Ich finde auch die Hülle sehr schön. Ja, in dieser anderen Farbe als das normale Blu-ray-Blau, was man normal bei Filmen hat. Finde ich, das passt wirklich zu diesem Cover. Ja. Das Einzige, was noch, vielleicht noch ein Ticken Tacken besser wäre, wäre vielleicht Rot. Das wäre doch klasse, oder? Aber dieses Dunkle passt auch super dazu. So, jetzt packen wir es mal aus. So. Ja. Aha. Ich und die Folie. Übrigens, es hat ein Wendecover, steht hier. Also, falls ihr das wegmachen möchtet. So, jetzt habe ich es. Ja, aber es kommt ein sehr schöner. Riecht sehr schön. Riecht super schön. Ah, das sieht edel aus. Also die Hülle, wie gesagt. Das sollten sie wirklich mehr machen bei Blu-rays. Bei DVDs hat man ja verschiedene Farben, oft bei Animationsfilmen. Und bei Blu-rays ist es meistens so dieses dunkle, edle. So, hier sehen wir das Cover nochmal in voller Pracht. Die anderen Schauspieler dahinter und vorne der Leader Arnold Schwarzenegger. So. Interessant. Die Blu-ray hat hier. Ich dachte jetzt, das wäre so glatt, aber das ist so matt. Das ist schön gemacht. Und dieses Design gefällt mir auch super gut. Ah, das ist schön. Also man kann es auch einfacher machen und einfach dieses Bild hier einfach draufdrucken, aber
Das finde ich sehr schön. Da hat sich Splendid Film wirklich sehr viel Mühe gegeben, finde ich. Beim Design her sieht dieser Drache oder was das ist hier, sieht toll aus. Klasse. So, dann schauen wir uns mal hier so ein Blättchen an, was noch da reingelegt wurde. Highlights. The Expendables 3 habe ich übrigens auch auf DVD. Könnt ihr dann Unboxing anschauen, wenn ihr möchtet. Was haben wir noch hier? Ich darf nicht schlafen. Oh, Street Fighter. So, davon gibt es auch eine DVD. Street Fighter. Ein neuer Street Fighter. Sin City 2. Wow, sexy. Dann haben wir hier Legend of Hercules. Diverse andere Filme. Nix wie weg. Den Film finde ich übrigens auch klasse. Hat eine tolle Story. Ich hatte jetzt wirklich nicht so erwartet, dass der Film so gut ist. Also er hat eine sehr gute Story und ja gut, von der Animation her, man kann es mit anderen Alien-Filmen vergleichen, aber das hat wirklich eine sehr gute Story, muss ich sagen. Return of the Warrior, A Good Man, Rampage. Boah. Hier sieht man übrigens andere. Es gibt auch einen Blu-ray Steelbook mit als Limited Edition, sehe ich hier gerade. Aber mir reicht dieses auch. Ja. Aber hier noch andere Filme. Ja. Ja, besser als gar nichts, finde ich. Und ach, also ich finde das wirklich klasse. kann ich wirklich nicht oft genug sagen. Ja, das war das Unboxing zu Sabotage. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye bye.